Fix und Flip mit Sim Stehen, heute vom Immopreneur-Kongress in Bad Homburg. Bei mir Oliver Fischer und Arthur Stautacker. Stellt euch mal ganz kurz vor, für die, die euch noch nicht kennen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Mühe machst, auch den Content weiterzutragen an deine Community. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass es eben auch alles weitererzählt wird, was wir so für Tipps und Tricks haben. Und ja, herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Oliver Fischer, jetzt 56 Jahre alt, 35 Jahre im Immobilienzirkus unterwegs, jetzt knapp 3000 Immobilien gekauft, aufbereitet und verkauft, alles in allem. Alleine letztes Jahr mit meiner Beteiligung 300. Und in meiner Coaching-Community, du kennst die ja, haben wir letztes Jahr 1200 Deals gedreht unter meiner Beratung, würde ich mal sagen. Das war ein Volumen von ungefähr 250 Millionen Euro. Mein Ziel wird 1 Milliarde sein in den nächsten 1-2 Jahren. Ja, und das Coaching ist hier eine der Früchte aus dem Coaching, was ich so mache. Das ist der Arthur. Stell dich einfach vor. Ja, ich bin der Arthur, bin 26 Jahre alt. Habe 2016 mit Immobilien angefangen und ja, seit circa 2,5 Jahren unter Olivers Fittichen habe ich mit Fix und Flip begonnen und ja, mache das jetzt seit diesem Jahr auch hauptberuflich und hatte auch so letztes Jahr ein Transaktionsvolumen von circa 5 Millionen Euro, circa über 20 Einheiten gedreht und ja, auch viele Tipps von dir bekommen bezüglich Finanzierung, hat mich auch sehr weitergebracht, also ja. Macht schon Spaß, ja. Der Philipp ist ja einer wirklich, vor dem ich großen Respekt habe. Einmal, das Wissen ist unglaublich. Wer das Buch noch nicht von ihm kennt, muss es unbedingt bestellen. Oder du hast ja auch einen Download, dass man das kostenlos bekommen kann. Und sehr, sehr viele Coaching-Teilnehmer von mir aus der Business Class oder auch der Masterclass haben eben auch das Wissen von ihm genutzt, um dann die ersten Deals zu finanzieren, um eine Struktur in die Finanzierung reinzubekommen. Alle sagen ja immer, es ist schwierig, aber wenn die richtigen Wege weiß, dann bekommt man auch die Abkürzung und vielen Dank dafür, dass du so vielen Teilnehmern von dir geholfen hast, gerne, auch wirklich jetzt zu starten und weiterzumachen und all das aufzubauen, was ich denen beibringe. Ja, ist immer eine große Freude, weil es einfach Umsetzer sind, ja, viele junge Leute, ja, und viele, die Stück für Stück Blut lecken, dann aus ihrem Job rausgehen auch da Fix und Flip einfach das Instrument ist, um es schon viele Jahre früher zu starten. Vor Jahren, wo du das noch nicht populär gemacht hast mit dem Fix und Flip, waren sie alle nur auf Buy and Hold. Wir haben, das war vielleicht 1-2 pro Monat, die mal angefragt haben für eine Fix- und Flip-Finanzierung. Das waren die Exoten. Ja. Und heute ist einfach da schon ein gewisser größerer Marktanteil da. Leute, die es parallel machen oder die Buy and Hold pausieren, um jetzt zu flippen. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Weg, um wesentlich früher schon in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen, als es rein nur durch Buy and Hold möglich gewesen wäre. Ja, deswegen sage ich auch immer, erst massives Einkommen, dann passives Einkommen und bei dem massiven Einkommen, bei dem Aufbau des Einkommens lernst du natürlich unheimlich viel auch für Buy and Hold später. Ja? Du lernst den Einkauf, du lernst die Aufbereitung, die Renovierungsphase und natürlich auch dann besser die Immobilie zu verkaufen oder dann auch für Buy and Hold gut zu vermieten. Das sind einige Vertragstricks, die wir haben und dies und das. Das ist alles so, was du erstmal in Grundlage lernen musst. Aber allgemein für das Immobilienbusiness, ja. Das ist ja nicht nur Buy and Hold, Fix und Flip, sondern es ist ja das Allgemeine. Die Grundlagen muss man auch lernen. Wie gesagt, nochmal, ich muss dein Buch einfach hervorheben, weil ich selber einiges von dir gelernt habe. Und das müssen auch die Leute machen. Erstmal sich die Grundlagen aneignen und dann in diese Spezialthemen gehen. Es ist eben wichtig, dass du die Grundlagen hast. Das ist alles nicht so easy. Du kannst es lernen. Ich habe auch sehr, sehr vieles durch mein System einfacher gemacht auf dem Weg dahin. Deswegen haben wir auch so tolle Erfolgsmeldungen, über 250 schriftliche Testimonials. Ich weiß nicht, du hast 40, 50 Kunden alleine von meinem Coaching, die du dann weiter betreut hast. Und was ich ja so spannend finde, es gibt ja alle möglichen Coachings am Markt und überall kommt auch Kritik. Aber von dem Coaching hier und auch von Thomas Knedel, es kam keine einzige Kritik jemals. Ja? Und das finde ich halt sehr spannend. Ich glaube, Kritiker sind keine Unternehmer, sondern Aufgeber. Ja, jeder, der andere kritisiert, ist dann eben ein Aufgeber, der hat es nicht geschafft und der hat es einfach dann nicht gewollt. Wenn es einem dann nicht, wenn er es nicht schafft, soll er sich einfach melden, dann kriegt er einen Extraschub von mir oder von Arthur. Arthur ist mittlerweile meine rechte Hand im Coaching. Er macht eben auch Coachings für mich.
für meine Leute, kommt sehr, sehr gut an, weil er natürlich die Schritte, die die jetzt gehen wollen, gerade erst vor einem, zwei, drei Jahren gemacht hat. Und bei mir hört sich es immer so an, oh, der kann sowieso alles, ist alles easy. Und ja, so, und was man dir unterstellen kann, ist zu sagen, ja, du hast ja über Jahre ein Netzwerk aufgebaut, deswegen kommen schon die Deals ran. Ja. Ich selber schaffe das ja gar nicht. Mhm. So, ja. Da arbeiten wir ja aber dran im Coaching, dass du dir ein Fließband aufbaust und die Deals automatisch kommen. Ich sage ja nicht, suche oder finde Deals, sondern die Deals sollen dich finden. Und das ist unsere Stärke, dass wir extrem stark im Einkauf sind. Ja, und das macht es dann auch aus. Ist nur ein Punkt, aber ein sehr wichtiger Punkt. Für die, die gar keine Ahnung von Fix und Flip haben, von außen betrachtet, denken die immer, das kann in Deutschland nicht funktionieren, weil die Transaktionskosten so hoch sind. Ja. Warum funktioniert es denn doch? Vielleicht kannst du das mal erklären, Arthur. Weil wir Problemlöser sind. Erstens, wir kaufen Immobilien, die meistens ein kleines Problem haben. Ja? Sei es Unterlagen fehlen, sei es vielleicht an der Bausubstanz, dass die Immobilie einfach hässlich ist. Ja? So, wir bieten die besseren Bedingungen. Wir sagen den Käufern, komm, wenn es eine Erbengemeinschaft ist, wir kümmern uns um die Entsorgung von den ganzen Sachen. Wir haben, wir gehen professionell vor, wir haben, die Finanzierung steht schon, wir müssen nicht lange mit denen verhandeln. Wir können direkt eine Kaufentscheidung geben. Dann haben wir ein Handwerkernetzwerk, wir können günstig und gut sanieren oder renovieren meistens. Also günstiger, als wenn es die Endkäufer selber machen würden? Genau, weil wir können einfach den Handwerkern eine gewisse Summe garantieren an Aufträgen im Jahr. Da haben wir natürlich bessere Konditionen, teilweise auch eigene Handwerker, Trupps. Ja, und so können wir halt auch günstiger sanieren wie die anderen und da ist natürlich auch unser Vorteil dafür, ne? Naja, wir kriegen natürlich Großhandelspreise für Material, wir kriegen auch Großhandelspreise bei großen Handwerksfirmen wie Dosa und, dass wir das einfach auch schnell umsetzen. Wobei die Kosten für die Renovierung und so sind gar nicht so wichtig. Wir haben ja mehrere Punkte, an denen wir partizipieren. Wir sind stark im Einkauf, wir sind sehr, sehr gut und fachmännisch in der Aufbereitung und sehr, sehr professionell auch dann wiederum im Verkauf. Im Verkauf kommt erstmal das dann, zum Tragen des Homestaging zum Beispiel, tolle Fotos, alle Unterlagen, tolle Grundrisse und so weiter. Und wir machen das dem Käufer dann sehr, sehr einfach zu kaufen. Ja, ja, und das ist eben auch ein ganz großer Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber nochmal eingangs deine Frage, wie kann das funktionieren? Ich glaube, Leute sehen den Markt falsch. Ja? Wir wissen, sagen wir mal, wenn irgendjemand fragt, was kostet, hatte ich gerade jetzt ein Gespräch, Einkaufspreis oder in Stuttgart, der Marktpreis ist 3.000 Euro für eine Eigentumswohnung pro Quadratmeter. Ja. Aber wie entstehen diese 3.000 Euro? Weil der Durchschnitt ist der Marktpreis. Das ist aber der Durchschnitt von hässlichen Immobilien, die kosten vielleicht 2,5 pro Quadratmeter. Und eine tolle, schöne, aufbereitete Immobilie kostet 3,5. Der Durchschnitt sind 3.000. So entsteht der Marktpreis. Wir haben unten natürlich Preise und oben. Und selbst ein Gutachter, du wirst es wissen, hat eine Spanne von 20%. In beide Richtungen. In beide Richtungen, ja. Was er schätzen kann. Und dann sagt der Gutachter hat recht. Ja, hat er jetzt 3.000 geschätzt, 3,5 oder 2,5? Und die Spanne von 2,5 zu 3,5, die nutzen wir aus. Wir kaufen hässlich und ungepflegt und vielleicht auch mit hier und da Problematiken in der Dokumentation, dass keine Unterlagen da sind, kaufen wir für 2,5 ein, machen das alles weg, reparieren alles, was repariert werden muss, statten die Wohnung schön aus, präsentieren die auch top am Markt und kriegen dann 3,5. Ja, deswegen, denn der Durchschnitt ist 3. Ja. Aber wir kaufen für 2,5 ein, verkaufen wir 3,5. Was ist so eine Durchschnittsmarge, prozentual? Ich würde sagen, je größer der Aufwand, je höher sollte sie sein. Ich mache schon Deals mit 20%, Arthur eher mit 30%, weil er auch schon mal was anfassen kann jetzt, weil er eben auch die Erfahrung hat, wo mehr Sanierungsarbeit gemacht werden muss. Aber die schnellen Sachen, die wir so favorisieren, ist eben die kosmetische Aufbereitung, würde ich mal sagen, plus alle Reparaturen, die gemacht werden müssen, und dann sind wir so mindestens bei 20% sollte schon sein. Das ist auch das, was so die Einsteiger machen sollten, gerade wenn man es als zweites Standbein aufbauen möchte. Man kann es machen, wenn man sagt, ich mache 3-4 Immobilien im Jahr, aber dann kosmetische Aufbereitung, fokussiert einkaufen, fachmännisch aufbereiten, professionell verkaufen, das kann man gut alleine und nebenbei machen. Das ist neben dem Angestelltenjob quasi. Genau, und die meisten bei mir im Coaching sind welche, die ein zweites Standbein aufbauen möchten. Und dann kommt es natürlich mit der Anzahl der Deals, die sie dann umdrehen oder drehen, dass sie dann sagen, okay, ne, ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe gesehen, es funktioniert auch für mich. Ja. Und jetzt. Und du hast ja dann noch einen Track Record aufgebaut, du hast ein Netzwerk aufgebaut aufgrund der Deals, die du gemacht hast und weißt, was du tust. Und dann kannst du auch schon den Sprung wagen in die Selbstständigkeit. Wobei
der Sprung in die Selbstständigkeit heißt ja nicht, ich springe in ein Loch und komme dann nicht wieder raus. Selbst wenn es nicht klappt, würdest du danach wahrscheinlich in Deutschland auch wieder einen Job finden. Ja, ja. Genau. Ich habe aber zum Glück, toi toi toi, ja keinen, der das so richtig mal versemmelt hat mit dem Deal. Sind alle positiv rausgekommen und selbst wenn man nur an einer Wohnung mal 10.000 verdient, hast du 10.000 Euro verdient fürs Lernen. Du wurdest bezahlt dafür, dass du es gelernt hast. Und der zweite Deal wird besser, der erste Deal ist nicht der beste, aber der wichtigste, du musst es machen. Und man muss ins Tun kommen, auch bei den Buy and Hold Investoren, die nur 3 Jahre Bücher lesen, das ist genau. Zu lang. Ich sag immer so ein halbes Jahr Informationsphase, dann muss es losgehen spätestens. Ja, ganz genau. Und austauschen eben, ne? Sprich mit Menschen, ganz wichtig. Zum einen mit Freunden und mit Gleichgesinnten, die das gleiche Ziel haben, die gleiche Sprache Immobilie sprechen. Ist eben wichtig, dass wir den Austausch haben, deswegen sind wir auch so stark in der Gruppe. Weil wir da eben uns austauschen, bei uns beim Coaching, wir treffen uns 4-mal die Woche online, ja, das pusht dann schon, weil ne, 4-mal die Woche ist schon viel und dann 4-mal im Jahr live, dass wir uns austauschen und das bringt es schon, das macht schon was aus. Ja. Und da kommen die Leute eher ins Tun. Ne? Ja. Ja. Ja, das merkt man auch immer an den Live-Calls. Ne? Ich mache alle 2 Wochen einen Call bei Olli auch und ja, wenn man die Leute fragt, ja und, wie sieht es jetzt bei dir aus, was hast du zum letzten Mal umgesetzt und die Leute wollen immer wieder was erzählen und deswegen zwingen wir die quasi auch in die Umsetzung. Ne? Ja. Ja, ist schon schön, macht schon Spaß. Ja. Bei Arthur muss ich noch herausstellen, dass er so ein kleines Familienunternehmen schon dadurch gegründet hat. Es kommt ja immer was dazu. Wir fangen unten an und dann kommt immer ein Schritt dazu. Und Arthur hat jetzt schon seine halbe Familie in den ganzen Unternehmensgruppe involviert und hat seinen Bruder und seine Schwägerin haben ein Staging-Unternehmen, eins der besten, aber wirklich absolut der besten in Deutschland, kann ich wirklich nur empfehlen. In welchem Büro seid ihr tätig da? Also Koblenz, Umkreis, so alles, was man 3 Stunden mit dem Auto erreichen kann. Ne? Mhm. Ja, seine Eltern sind dabei, wie gesagt, Bruder dabei und der übernimmt jetzt sogar mit die Bauleitung teilweise. Solche Sachen ergeben sich eben, ne? Wenn es klappt und wenn man dann auch strategisch vorgeht, ein vernünftiges System verfolgt. Es ist nicht immer 1:1, was ich den Leuten sage. Du musst es so und so machen. Und jeder hat dann so seine Eigenart. Es ist ja auch toll, dass die ihre Persönlichkeiten mit reinbringen. Und das, du weißt es ja auch, die meisten Coaches, die mit Fix und Flip Coaching werben, sind welche, die es bei mir gelernt haben. Klar. Aber haben eine andere Schraube irgendwo angesetzt. Ja. Max Reidel zum Beispiel macht mehr Projektentwicklung. Ne, hat eben auch vor 200 Jahren mein Coaching gemacht. Nasim zum Beispiel war in der Mastermind Masterie. Auch ein toller Junge, aber auch einen anderen Ansatz. Wir machen es eben systematisch, dass wir unten anfangen, das System aufbauen auf nicht sanierungsbedürftige Objekte. Brot- und Buttermobilien. Wir gucken ganz genau, wer ist mein Kunde, was kann er sich leisten und was ist das Wichtige, was er auch braucht, welche Größen. Und danach kaufe ich ein. Ich kaufe nicht blind ein, weil die sagen, oh, da ist eine tolle Lage, da kaufe ich. Sondern ich kenne vorher meinen Kunden, ich weiß, das ist ein Pärchen, die wollen eine 3-Zimmer-Wohnung, die haben ein Haushaltseinkommen von 4.000 Euro und haben einen Hund. Das weiß ich vorher. Und wenn ich dann hinterher gucke, die Wohnung ist verkauft, wer hat es gekauft? Oh, ein Pärchen. Ja, 4.000 haben die Nettoeinkommen, Haushaltseinkommen und die haben eine Katze. Ja, dann habe ich mich mit dem Hund verhauen. Ja, aber sie haben Haustier. Also. Das sehen wir ja alles in den Daten. Es wird ja immer einfacher für uns, gezielt einzukaufen, datengesteuert einzukaufen, weil wir Daten haben von so vielen. Du weißt es, ob es Think Immo ist, ob es Pricehubble ist, ob Immo Scout ist, Deutschland in Zahlen und. Wir haben so viele Tools, die uns genau sagen, wie wollen die Leute leben, was können sie ausgeben, was ist für sie wichtig und danach kaufe ich ein, ganz genau, Portfolio an Kunden baue ich mir auf und dann gehe ich shoppen für diese Kunden. Wie hast du denn gestartet, wie ging es Stück für Stück bei dir voran, also vom ersten Deal bis Aufgabe, Selbstständigkeit, bis jetzt Familie mit dem Staging integrieren, wie war so dein Werdegang da? Was hast du davor gemacht? Ich habe eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht beim Automobilzulieferer. Ja, und dann habe ich mir ein kleines Dreifamilienhäuschen gekauft, ne, als Altersvorsorge, genau, Buy and Hold. Ja, dann war das Eigenkapital weg, ne? Ja, dann denke ich mir so, was kannst du da jetzt machen? Dann versuch's mal was zu kaufen und wieder zu verkaufen. Ja, das hat natürlich nicht so gut geklappt. Ich habe vermietet gekauft, schlechte Lage gekauft, schlechte Mieterstruktur. Also hast du erstmal so, ohne Coaching erstmal gemacht? Genau, und das hat sich dann fast ein Jahr gezogen.
und habe dann mit 7.000 Euro Gewinn verkauft. Ich habe natürlich viel gelernt auch, ne? Man sagt auch, ja gut, 7.000 Euro fürs Lernen, aber ich habe mich das Jahr auch blockiert. Ganzes Jahr blockiert, ja. So, die Bank sagt dann, ja gut, du dachtest, du verkaufst schneller, ne? Das Reporting passt dann nicht, ne? So, das Vertrauen geht dann ein bisschen runter. Ja, und dann habe ich den Herrn Fischer kennengelernt. Und über die Immopreneur-Community, genau, weil du dort genau, ja schon länger auch bin aktiv da auch sehr aktiv gewesen, da schon immer sehr viel genetzwerkt. Ja, und dann hat Olli, da gab es ja auch dieses große Coaching noch gar nicht richtig. Ne? Mhm. Da haben wir das im kleinen Kreis gemacht und da hat Olli angefangen, die Stellschrauben bei mir anzudrehen. Ja, dann habe ich eine leere Wohnung gekauft, in einer guten Lage, habe die mit Freunden renoviert, homegestaged, so, da dachte ich auch, ja, soll ich das jetzt machen? Das gab es ja noch gar nicht, das war ja noch gar nicht so populär. Ja, dann ging mir ein Verkauf und innerhalb einer Woche zu Toppreisen verkauft. Der Makler war begeistert, der kannte das nicht. Ne? Ja, und so kam es dann weiter. Dann kam der Makler direkt, ey, ich habe noch eine Wohnung. Cool. Mhm. Ich habe noch eine. Und dann konnte die Stagerin, das war die Tatjana Illich, auch sehr gute Stagerin, aber ja, die macht selbst, bekannt, ja. Die macht auch selbst sehr viel Projektentwicklung und dann konnte die Objekte dann nicht stagen. Ja, und ich so, was mache ich denn jetzt? Also ist nicht mehr hinterhergekommen. Genau, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann, meine Schwägerin hat eh so ein Händchen dafür, die hat immer so ein bisschen Deko noch gemacht für Hochzeiten und sowas. Ne? Dann habe ich dir die Fotos gezeigt, so, kriegst du das auch hin? Die so, ja, lass uns das probieren. Ja, und jetzt so hat sich das bei denen dann auch entwickelt. Ne? Und ja. Ich habe dann für Partnermakler auch angeboten, für die Homestaging dann mitzumachen. Und so konnte ich mir dann auch ein Netzwerk an Makler aufbauen. Ne? Ja, und dann ging alles eigentlich Schlag auf Schlag. Und dann kamen die nächsten Deals, die nächsten. Bis ich dann gesagt habe, so, ja, ich bin komplett am Ende, weil ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ja, bis 16 Uhr war ich arbeiten, habe mich auf dem Parkplatz schnell umgezogen, bin dann zur Bank. Man hat ja dann nicht so viel, ein kleines Zeitfenster für Termine. War auch sehr anstrengend dann. Ne? Ja, und dann kam dieses Jahr der Entschluss zu sagen, so, es ist Feierabend, ich mache jetzt Vollzeit. Habe natürlich vorher auch mit den Banken gesprochen, ne? Wie sieht es da aus mit der Finanzierbarkeit? Die haben dann gesagt, so, Herr Staudecker, Sie haben bewiesen, was Sie drauf haben, machen sich keine Sorgen, wir finanzieren Sie weiter. Ja, und dann, worauf soll man dann noch warten? Ja, wenn ja, man diese Meinung von den Banken hat, dann teuer frei. Dann. Wie viel Deals waren es bis zu dem Zeitpunkt, wo du gekündigt hast? 20 Stück. 20 Stück bis dahin. Genau, ich habe viel auch mit Co-Investoren zusammen gemacht. Dafür bin ich auch immer sehr offen. Wie lief das zusammen, die Zusammenarbeit mit Co-Investoren? Weil das ist auch was ich von außen ganz häufig sehe. Ja. Also ich sehe ständig Leute, die zusammen GmbHs gründen, die aus dem Coaching kommen. Also ob die jetzt bei mir finanzieren oder nicht, ich kriege es ja so mit, was so im Markt passiert. Mhm. Und dass da wieder jemand, oder das ist einer von vieren, die zusammen was machen, hat dann irgendwie bei mir Kunde und ich sehe, das sind noch drei andere, die waren auch im Coaching und die haben da gegründet. Also das entsteht ja auch die ganze Zeit. Also wie laufen so Co-Investments ab? Wie sind die bei dir abgelaufen? Also bei mir ist das immer so, ich suche Partner, die finanzstark sind und die finanzieren entweder das Objekt oder die stellen mir das Eigenkapital zur Verfügung für die Finanzierung. Und dann beteilige ich die entweder prozentual am Deal, wenn sie es komplett finanziert haben, machen wir 50-50, geben sie Eigenkapital dazu, dann verzinse ich denen das. Ne? Und es hat mit 2-3 angefangen und das hat sich dann auch rumgesprochen bei denen. Ja, hey, das klappt super beim Art und ich habe auch ein dementsprechendes Track Record aufgebaut dadurch. Ne? Und was besonders wichtig ist bei Co-Investment-Stil, die müssen doppelt so gut sein. Ich gucke dann nicht nach 20% Marge, sondern eher dann 30% und es muss eine safe Nummer sein, ne? Weil es ist nicht nur mein Geld, was ich dann die Verantwortung trage, sondern auch von Leuten, die die Altersvorsorge ist oder so. Ne? Und dann muss man da schon besonders aufpassen. Wie läuft es mit den Kunden schon? Hast du die jetzt über die Gruppe kennengelernt oder wo kommen die her? Teilweise von der Gruppe, teilweise auch erfahrene Investoren, die einfach ein bisschen ruhiger machen wollen. Ne? Sagen so, hier, mach mal, lauf los. Oder Freundeskreis, ne? Familie teilweise. Ne? Dann von einem Co-Investor, seine Mutter wollte dann auf einmal, weil der hatte dann eigene Deals noch am Laufen. Und dann sagt, ja komm, meine Mutter möchte gerne investieren. Ja, okay. Das heißt, Kapitalgeber sind nicht nur die klassischen Privaten, die keine Ahnung haben, sondern es sind Kapitalgeber auch Leute, die eine Ahnung haben davon. Ja. Und eigentlich selber investieren könnten, aber es gar nicht zeitlich schaffen. Eher sogar, sagst du? Eher sogar, Ja, uns sind es
Profis lieber eigentlich, die das Geschäftsmodell auch kennen, die das nachvollziehen können. Die stellen nicht so viele Fragen. Die stellen nicht so viele Fragen, weil die einfach wissen, es funktioniert. Die haben eben schon den Überblick über so ein Geschäftsmodell. Und gerade bei uns jetzt in Business Class oder in Private Class haben wir eben auch noch, da haben wir eben auch mächtig viel Kapital drin, wo andere von profitieren. Natürlich kommst du nicht bei uns in eine Gruppe rein und sagst, ja, ich bin hier der Neue, ich brauche Geld, ich brauche eine Immobilie und da muss mir noch einer helfen, wie ich das funktioniert nicht. Du musst dich erstmal beweisen, wie immer im Leben. Auch bei der Bank musst du beweisen, dass du es kannst, dass du zuverlässig bist, dass du eine starke Bonität hast. Und so ist es auch bei uns in der Gruppe. Wenn es dann aber der Knoten geplatzt ist und wir haben welche, die im halben Jahr, dreiviertel Jahr schon die ersten, die es gemacht haben, die haben es dann einfach, dass andere Investoren auf sie zukommen und sagen, wenn du einen nächsten Deal hast, sag Bescheid. Und wir haben auch so eine kleine Vorstellungsrunde, es wird jetzt auch noch intensiver, wo dann Erfahrene, sagen wir wie Arthur, ein Objekt vorstellen und sagen, so, das kostet jetzt eben 4 Millionen und ich würde 1 Million an Eigenkapital brauchen und 1 Million würde der Philipp finanzieren. Und dann kommen wir eben mit 5, 6 Leuten, schmeißen wir das Geld im Pott und machen dann eben das Ding, wir hatten es gestern gerade besprochen, wir haben einen Deal verpasst, ne? Für 4,5 hätten wir den kaufen können, war ich echt zu langsam, ist jetzt mit 9 Millionen im Angebot, das ist unglaublich. Aber das ist so ein typische Wohnanlage, wo wir dann sagen, wir schmeißen mit ein paar Leuten zusammen und Arthur ist vielleicht dann der das Projekt managt. Ich gucke vielleicht so ein bisschen auf die Zahlen, den Einkauf und dann machen wir auch mal größere Sachen. Ja, aber Grundlage ist für mich Brot und Butter, aber eine Wohnanlage sind für mich auch Brot und Butter Wohnungen. Da sind nur ein paar mehr von da auf dem Mal. Ja. Und ja, und das bauen wir eben so auf und es macht einfach auch für mich Spaß als Trainer. Ich sehe mich gar nicht so als Coach, der jetzt da irgendwie so finanziell sowas von hat. Ich muss es nicht mehr unbedingt. Meine Frau sagt immer, du drehst durch wie Jürgen Klopp an der Außenlinie, wenn die Mannschaft ein Tor schießt. Also ich sage, für mich ist es aber auch so. Ja, ich freue mich extrem, wenn ich Erfolgsmeldungen bekomme von Teilnehmern oder wenn ich dann solche Leute habe. Arthur ist wirklich einer der Beste oder der Beste, aber sind viele nah dran schon. Ne? Das ist unglaublich, wie die Entwicklung ist, wenn der Knoten geplatzt ist und die Angst vorm Versagen ist weg, weil du es 2, 3 Mal gemacht hast. Das ist ja der größte Punkt, Angst vorm Versagen, dass du sagst, ah, ich kaufe jetzt was und ich mache dann was falsch und so, ne? Und dann sagen genau die vorher schon gesagt haben, es klappt alles nicht, siehst du, da habe ich dir auch vorher gesagt, dass es nicht klappt, da haben die Leute die größte Angst vor, dass sie nicht starben. Und aber wenn es dann geklappt hat, dann jubeln sie alle und dann kommen sie auf einmal und sagen, Mensch, wie geht denn das? Kannst du mir mal was sagen? So ist es eben im Leben. Ne? Wenn du gezeigt hast, was du kannst, bist du der Größte, aber vorher will dich keiner unterstützen. Du hast von 300 Deals in Kooperation erzählt, wo du selber involviert bist, also genau. Da übers Coaching, über Beteiligung in Gesellschaft. Die Beteiligungen ergeben sich oft übers Coaching, sind eben ein paar Leute, wo ich dann eben finanziell daran beteiligt bin, wo ich eben direkt noch beratend dabei bin. Es sind mehrere Wohnanlagen, mehrere Mehrfamilienhäuser, die wir gekauft haben und verkauft haben. Eine Anlage mit 60 Einheiten aufgeteilt haben, wo ich auch finanziell daran beteiligt war. So ergibt sich das einfach, ne, dass du dann Partnerschaften eingibst mit den Besten oder mit den Leuten, die, wo ich sage, ey, da habe ich auch Bock drauf, mit zusammenzuarbeiten. Ne? Keine weinerlichen Leute, sondern die ziehen ihr Ding durch, die haben bewiesen, dass sie es können, die haben vielleicht einen guten Deal. Oder wenn es ein großer Deal ist, dann sage ich auch, ich habe einen großen Deal. Ich gebe fast, weiß ich, 500.000 rein, ich suche noch 2, 3 Leute, die auch was mit reinschmeißen. Ja, mein Geld ist auch nicht unendlich, ja? Gerade bei größeren Sachen. Das ist bei Investoren sowieso immer. Wir haben gestern Jakob Mehren gehört, ne? Das ist ja auch so, die müssen sich auch mal wieder Geld dazu leihen, obwohl die schon so viel haben. Ja? Und so ist es eben bei uns auch. Ne? Wir schmeißen einfach dann zusammen und machen dann eben solche Sachen. Aber auch wenn man jetzt Starter ist, das heißt, man kann im Prinzip ein Co-Investment machen mit jemandem, der in der Gruppe schon ein bisschen weiter ist. Ja. Jeder macht gern, wenn er einen Deal bekommt, wahrscheinlich zusammen ein Co-Investment. Das heißt, man könnte auch eine normale Wohnung oder ein Einfamilienhaus findet man sofort jemanden in der Gruppe, der irgendwie aus derselben Region ist und der dann da mitmacht. Und entweder sofort, möchte ich nicht sagen, das liegt einfach an deiner eigenen Action. Ja, du musst schon ins Tun kommen und du musst dann auch auf die Leute zugehen. Und das kommt hier bei uns nicht von alleine. Du kaufst kein Coaching und bist dann reich. Das funktioniert nicht. Aber wenn du nur annähernd die Schritte machst, verzehnfachst du das Investment ins Coaching im ersten Jahr. So sollte es eigentlich sein. So soll doch dein Antrieb sein. Das ist mein Antrieb für dich, wenn du sowas machst. Und es muss aber nicht fix und flip. Fix und flip ist nicht für jeden. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache Buy and Hold oder ich kaufe mir vielleicht Immobilienaktien. Gibt es ja auch. Ja? Oder ich investiere in finanzierende Firmen. All das gibt es. Fix und flip muss man sich anschauen. Habe ich da Bock drauf? Und dann mach's.
Und dann ziehst du aber auch bitte durch, wenn du es machst. Ja. Also ich habe mehrere Kunden, die jetzt den ersten Deal über den Co-Investor aus der Gruppe gemacht haben. Ja. Und gesagt haben, ja, ich möchte jetzt halt einen auch alleine machen, weil ich habe meine Marge für mich dann. Genau. Und dann sagen, okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Am Anfang hätte ich mich vielleicht auch nicht allein getraut. Der Co-Investor heißt ja nicht nur Geld geben, sondern es heißt ja auch Action, Unterstützung. Ja. Also klar, ich bringe den Deal, aber der Co-Investor bringt Geld und coacht mich nochmal irgendwo. Zusätzlich zu dem Coaching schaut mir nochmal genauer drüber und dann mache ich meinen ersten Deal mit einem Co-Investor zusammen als Beispiel und dann gucke ich weiter, wie kann ich jetzt finanzieren zum Beispiel. So, das ist so, was ich jetzt häufiger erlebe bei den Startern, die noch keine Ahnung haben, wie sie es finanziert bekommen, auch vielleicht schon 5 Banken, 10 Banken durchprobiert haben, alle haben Nein gesagt und so und dann sich dann so langsam rantasten und ersten Erfahrungen machen und dann durchstarten. So. Nach den ersten 1, 2, 3 Deals, da läuft es dann, dann kommt Dampf rein, dann klappt es mit den Finanzierungen. Dann, wenn du den Weg schon mal gegangen bist, dann wirst du ihn auch nochmal gehen können, wenn du nicht vergessen hast, welche Schritte du gemacht hast. Und das ist eben wichtig. Bei mir ist es ja sehr detailliert aufgebaut, egal ob wir jetzt Direktmarketing machen und ich sage dir, welche Schriftgröße nutze ich, welche Schriftart, welche Farbe der Karten und. Das sind viele Details, sind aber sehr, sehr wichtige Details, weil ich habe 35 Jahre das gemacht, ich habe schon Millionen versenkt in Werbung, die nicht funktioniert hat und deswegen habe ich das herausgearbeitet in den Systemen, was funktioniert, für mich funktioniert, für andere funktioniert und das muss man dann auch einfach befolgen. Und wenn man das dann befolgt, dann klappt es auch meistens. Ja, ganz witzig, wenn du es gerade ansprichst mit der Schriftgröße und Farbe und so weiter. Ja. Also ich kürzlich einen Beitrag gelesen in einer Facebook-Gruppe, so eine kleinere Gruppe, wo sich also einer darüber aufregt, dass da die Vertriebsmasche dahinter steckt hier mit diesen Postkarten und die bösen Immobilieninvestoren, also irgendeine Privatperson war das in so einer regionalen Gruppe und dann hier, das kommt alles von dem Oliver Fischer und dann nein, diese Karte kam nicht von Oliver Fischer, man sieht es der Karte an, die hat diverse Fehler drin, die nicht Oliver Fischer-Stil sind. Und man macht es noch nicht, dass man im Marketing lügt. Natürlich nutze ich meine Frau und ich kaufen oder suchen Immobilien oder suchen ein Haus, aber ich kaufe auch mit meiner Frau, bei mir stimmt es. Du kannst es nicht nutzen, meine Frau und ich, jetzt für als Arthur, er kann es sagen, meine Freundin und ich, mein Partner und ich, wir kaufen. Aber du kannst nicht schreiben, meine Frau und ich und dann darunter Immobilien Investment GmbH. Genau. Das ist Blödsinn, ja. Und da versauen natürlich auch solche Leute, die so ein bisschen was aufschnappen von meinem System, meint, ich bin jetzt ganz schlau, ich bezahle lieber nichts fürs Coaching, weil es gibt ja alles umsonst. Es gibt ja auch viel umsonst. Aber achte auf die Details, geh die richtigen Schritte, weil das können 2 Wege sein, aber das ist eine Einbahnstraße und da geht's zum goldenen Goldstrand. Zum Goldstrand, ja. Und das machen auch viele falsch, die denken, es ist so einfach. Nach dem 3., 4. Mal wird es auch einfach. Aber dann kommen andere Fragen. Dann kommen die steuerlichen Fragen, dann kommen die Gewährleistungsfragen und was dann kommt. Ne? Die Struktur, automatisiere ich das? Automatisierung, genau. Wir arbeiten viel mit VAs. Würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber die Leute, die dann wirklich das Coaching gemacht denken, okay, ist ein bisschen mehr als mal billig kaufen und teuer verkaufen. Ja, ja genau. Also das ist ja wie häufig der Fall. Ja. Ich kriege ganz viel Free-Content, aber die Details, um es nachher dann auf den nächsten Level zu bringen oder dann auch noch mal mehr rauszuholen aus dem Deal, die fehlen dann und über diese Details refinanziert sich auch der Einsatz in so einem Coaching dann. Die Grundlagen kennen ja vieles beim Fußball ja auch. Fußball ist Laufen und Schießen, ja. Aber das können wir fast alle. Aber wir spielen nicht alle in der Champions League. Wir sind keine Ronaldos und Ronaldo macht auch nur Laufen und Schießen. Ja? Ganz normale Grundlagen und die musst du kennen. Und dann baust du auf, ja. Und dann kommst du von der Kreisliga vielleicht mal irgendwann in die Champions League, wie dann Arthur. Ja? Wir sind jetzt in der Bundesliga, auch mit meinem ganzen Top-Team, sagen wir mal, der Teilnehmer. Wir sind schon in der Bundesliga, aber wir wollen noch einen Schritt höher. Und deswegen bauen wir ja auch diese Kooperationen dann auf, dass wir größere Deals auch mal machen können, noch schneller sein können. Und mein großes Ziel ist ja, 1 Milliarde Umsatz zu machen in der Gruppe der Teilnehmer. Und ich glaube, wir werden es schaffen. Ja, ganz bestimmt. Das ist ja auch eine große Gruppe. Ja. Ja. Ist durch 2 Programme, die du anbietest? Also was ist so der Unterschied? Für wen ist welches Programm? Ich biete die Masterclass an. Das hat eigentlich nur eine zeitliche Begrenzung. Das ist 12 Wochen. Und dann habe ich die Business Class. Das ist ein Jahr.
In der Business Class geht es dann nochmal stärker in die Automatisierung und Systemstrategien und. Und die 12-Wochen-Programm ist eigentlich für jemanden, der jetzt erstmal reinschnuppern will, starten möchte, vielleicht die erste, zweite Wohnung möchte, der dann eben mit Co-Investoren bei uns macht, um so die ersten 10.000, 20.000 zu verdienen, würde ich mal sagen. Und dann kommen über die Hälfte, die Masterclass machen, sowieso in die Business Class, haben dann aber auch schon die Grundkenntnisse. Also sie können dann selber upgraden. Können dann upgraden, wenn sie möchten. Lassen. Ja, können dann upgraden. Und in der Business Class ist es eben so, dass es intensiv, dass man dann sich auch viermal im Jahr live trifft, viermal die Woche online trifft und wo dann schon ein bisschen mehr dahinter steckt, würde ich mal sagen. Ja. Das ist dann für die Leute, die so das Ziel haben, 10, 12 Immobilien im Jahr zu drehen, was dann auch noch so aufgebaut ist, weil wir viele Software-Tools jetzt auch zusätzlich nutzen. Wie gesagt, wir haben auch Datenleute, die aus dem Ausland, im Ausland sitzen und VAs eben sind und dann für uns die Datenarbeit machen, dass du nicht den ganzen Tag als Investor mit einem Wertstundenlohn von 200, 300 Euro, dass du da durch Scout durchgehen musst. Und ich gucke da gar nicht rein. Ja. Ich kriege die Deals auf dem Tisch, 50-50 Deals, das heißt, sie sind vorqualifiziert. Auch das lernst du dann in der Business Class, dass du nur das auf dem Tisch kriegst als Entscheider, was auch wirklich Sinn machen würde. Ja. Und dann kommt jetzt eben noch die Private Class, sind aber dann Leute, die über 10 Deals gemacht haben. Das wird aber nicht öffentlich angeboten, weil das sind so Sachen, die ergeben sich aus dem Coaching. Und dann sind wir da eine kleine Gruppe, 10, 15 Leute, wo wir dann auch wieder andere Gesprächsthemen haben, die dann nochmal größer sind. Das ist so Skalierungsthemen, was dann so, hier legst du häufig jetzt eigene Mitarbeiter einstellen. Genau, und dann geht es auch schon darum, das ist bei mir in der Akquise war es das Thema, nämlich ein Festangestellten, der das, die Akquise macht. Kriegt er nur eine Beteiligung, kriegt er nur eine Umsatzprovision. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass er beides kriegt, dass er eben 3.000 Euro im Monat Grundgehalt kriegt plus eine Provision und solche Sachen. Und das sind dann natürlich auch Themen, die ich viel ausprobiere, Online-Marketing-Sachen und die ich ausprobiere. Und was gut war, gehen wir in der Gruppe und probieren dann vielleicht nochmal Arto aus und dies und das und das. Es kommen ja immer neue Ideen. Du weißt, wie schnell das ist, gerade im Online-Marketing und was da möglich ist. Aber auch Offline-Marketing machen wir ja viel. Und die Datenquellen, wie gesagt, es ist ja so easy geworden, Immobilien einzukaufen. Das ist ja unglaublich, ja, was wir da dicht geschmissen werden. Auch mit Immobilien, die wir bewerben, gleich an der Wurzel. Ne? An dem Status sind wir schon daran beteiligt, dass die Leute ins Überlegen kommen, wir was zu verkaufen. Und die Makler und so haben ja nur Immobilien, wo schon die Leute sich entschieden haben zu verkaufen. Und dann bist du aber in Konkurrenz mit ganz, ganz vielen Leuten, wenn ein Makler das Objekt hat. Bei uns ist es eben so, dass wir ganz an die Wurzel gehen und dann eigentlich nur ein oder zwei Ansprechpartner und Konkurrenten haben. Und da sind wir eben stark im Einkauf, dass wir das bekommen, was noch keiner kennt. Das machen wir dann super schön und verkaufen es dann über professionelle Makler. Und das bauen wir dann eben so auf. Ne? Um von den Maklern auch wieder einen Gegendeal zu bekommen, deswegen auch nicht selber der Verkauf? Nicht immer. Aber ja, Arthur ist stark da drin in seinem Maklernetzwerk. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in Einkaufsmakler und Verkaufsmakler, weil der Einkaufsmakler hat mehr so eine schlechte Präsentation, würde ich mal sagen. Er hat keine tollen Bilder, er hat meistens fehlende. Wobei, die kann man ja alle stellen, sage ich mal, als Investor. Also genau, das war also auch ein Einkaufsmakler. Ja, den kannst du natürlich auch ausbilden, dass er dann eben unsere Verkaufsschritte auch durchzieht. Und dann eben hast du den Verkaufsmakler, der dann eben professionell auftritt, der dann tolle Bilder auch von uns natürlich bekommt, Grundrisse, Unterlagen, alles das, was dem Käufer es einfach macht zu kaufen. Deswegen haben wir auch immer so sehr viele Besichtigungen, da haben wir 10 Kaufangebote oder 5 Kaufangebote, sage ich mal, auf die Wohnung und dann läuft das, ja. Ein häufiges Vorteil, jetzt gerade wieder gegen dich, ist dieses, der schon lange im Business und ist alles so altbacken mit Postkarten. Du hast jetzt ganz einen Haufen Sachen angesprochen, wie dass ihr mit VAs im Ausland arbeitet, Online-Marketing nutzt, Datenquellen nutzt. Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen und ein paar Insights geben? Oder ganz auch noch, was ihr da noch nutzt? Ja. Was denn? Tools, die ihr einsetzt, wie ihr euch organisiert, wie ihr neue Medien nutzt, Digitalisierung nutzt. Die Projektentwicklung oder die Projektmanagement ist eigentlich Trello, kennt jeder. Wir haben spezielle, wir haben spezielle Tools eben, die wir da einsetzen. Monday kommt jetzt noch, was wir ausbauen. HubSpot, nur das sind keine Themen, die jemanden interessieren, der 2, 3 Deals machen will. Richtig. Der jetzt anfangen möchte und ein zweites Standbein aufbauen möchte, sondern dann die Sachen, die wie ein Arthur bei 10, 12, 15 Deals
die dann dazu kommt. Trello haben wir für alle in der Business Class auch, dass du da wirklich deine Schritt für Schritte machst, dass du wirklich nichts vergessen kannst, dass du alles anlegst. Aber das haben wir schon lange. Und ja, und Direktmarketing-Tools haben wir eben auch. Das sind aber auch Automatisierungstools, speziell für Postkarten, für Briefe. Wann gehen die raus? Und Follow-up ist wichtig. Dann auch unser Follow-up, wenn einer mal angerufen hat, dass er dann eben in bestimmten Zeitraum wieder angerufen wird. Hat sich was verändert? Und so weiter. Weil der Erste, der anruft, ja, der ist ja immer zu teuer. Alle sagen, ja, da rufen wir 15 Leute an, aber 16 davon sind zu teuer. Ich sage, ja, dann musst du die nochmal nach 4 Wochen anrufen und fragen, hat sich was getan und. Ja. Guck dir trotzdem die Immobilien, auch wenn sie zu teuer ist. Du lernst nur, du musst mit den Leuten sprechen und. Da muss ein klarer Prozess rein. Genau, und das ist den Prozess, den kann man sich bei euch schon abschauen und muss ihn selber definieren. Ganz genau. Und kann ihn dann entsprechend übernehmen, kopieren, anpassen für sein Business. Und alle anderen Tools, Atlas Immobilien Scout ist ja für jeden bekannt und dann Preishubble nutzen wir eben noch stark. Immobingo nutze ich auch. Immobingo, ja. ThinkImo, es gibt ja nur so viele Immometrika, nutze ich lieber als ThinkImo. Das ist aber so ein Überblick zu bekommen über den Markt. Und das ist einfach für uns wichtig, dass wir vorher vorbereitet sind. Wenn ich was komme, bin ich vorher schon im Markt drin und kenne den Markt. Ich muss nicht, wenn irgendeine Immobilie kommt, die erscheint günstig, dass ich dann mir demografische Daten holen muss. Und ich weiß vorher, ich informiere mich vorher, deswegen fahre ich auch hin zur Immobilie, um zu kaufen, nicht um zu gucken. Aber wie gesagt, das ist schon ein Schritt weiter. Das brauchst du am Anfang nicht alles wissen, aber bei dir auch. Sagst du immer, kenne deine Gegend wie ein Taxifahrer. Ja, kenne deine Gegend wie ein Taxifahrer. Wenn ich eine Adresse und einen Preis kriege, weiß ich, ich kaufe oder nicht. Ja, und das ist eben auch das Wichtige, dass wir vorbereitet sind auf das, was wir dann später bearbeiten wollen. Und wie gesagt, dann habe ich auch schon den Käufer. Ich weiß dann schon nicht, ob er eine Katze oder einen Hund hat, aber ich weiß, dass es für ein Menschentyp ist. Zumal oft haben wir ja auch so, wenn wir ein Reihenhaus verkauft haben oder ein Einfamilienhaus und die Leute, die dann nicht in Zug gekommen sind, die haben wir schon, stehen schon in der Warteliste für das nächste Objekt. Ne? Mhm. Und dann können wir auch schon verkaufen, bevor wir fertiggestellt haben. Ja, auch oft, ja. Sind diese ganzen, sage ich mal, Tools, wie arbeite ich mit einem VA, wie mache ich das mit der Nachverfolgung der Leads, wie automatisiere ich das so ein bisschen, sind die alle schon in dem 12-Wochen-Programm drin oder kommt das alles in der Business Class dann, wie ist das verteilt? Nein, das ist schon drin, wir sprechen auch in den Calls darüber teilweise, wenn da jemand Fragen zu hat, das ist schon drin, nur die Nutzung ist dann ausgeweitet, wenn du VAs nutzt, brauchst du nicht beim 12-Wochen-Kurs, da musst du erstmal sehen, dass du selber auf die Straße, auf die Straße kommst. Weil du musst auch deinen VAs erklären, wie es geht. Ja, du solltest es schon vormachen können. Und das machen aber viele falsch. Die fressen sich in Daten rein oder in solche Tools, bevor sie auf die Straße gehen und sich mal erstmal 20, 30 Wohnungen angucken oder einen Grundstücksmarktbericht lesen. Wo wird eigentlich am meisten in meiner Stadt verkauft? Es sind nicht die Luxuslagen, es sind die einfachen Lagen. Wo, in welchen Straßen sind diese Reihenhäuser gebaut? Guck dir in diesen Gegenden mal ein paar an, dass du weißt, was kommt auf mich zu, wenn ich so ein Ding renoviere. Guck, wo werden Eigentumswohnungen angeboten? Was wohnen denn da für Leute? Wer kauft diese Eigentumswohnung? Das musst du erstmal wissen und nicht Automatisierung, wann welche Karte rausgeht und so, das ist Blödsinn. Eigentlich brauchst du bei einem 12-Wochen-Kurs, um da 3-4 Objekte im Jahr zu kaufen, brauchst du nicht mehr Postkarten. Ja, du musst nur einen gesunden Menschenverstand haben und ein paar Kleinigkeiten machen, dass du eigentlich der bist, also andersrum, der Deal soll dich finden und nicht du den Deal und baust dir Netzwerk auf durch verschiedene Möglichkeiten, auch mal ein paar Kleinanzeigen schalten und dass du einfach ins Tun kommst. Ja. Bei 1-2 Wohnungen braucht man ja auch kein Projektmanagement. Genau, aber wann setze ich das ein? Weil ich war jetzt auf mehreren Fix- und Flip-Stammtischen unterwegs und mit den Leuten gequatscht und so kleinere Masterminds, die sich aus Fix- und Flip-Stammtischen rausgegründet haben. Und es sind Leute, die immer so schon die ersten Projekte gemacht haben und die jetzt ein Problem kriegen, dass sie ihre Zeit absolut nicht mehr im Griff haben. Ja? Mhm. Teilweise schon den Job gekündigt, teilweise noch im Job drin oder reduziert haben und die jetzt den nächsten Schritt gehen wollen. Und da merke ich ziemlich viel Unsicherheit. So im Markt. Ja. Die beschäftigen sich einfach mit 10 € Leistungen pro Stunde. Ja, das sollte eben ein Investor oder ein Unternehmer nicht tun. Diese Sachen, da muss man nicht wissen, wie es geht, sondern wer es macht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und diese Einstellung musst du auch erstmal im Kopf haben, dass du jemanden brauchst. Die ist ganz auch schwierig, von einem Angestellten überhaupt den Switch zu kriegen, dass man sich damit nicht mehr befasst. Ja, und deswegen Schritt für Schritt das machen, ausprobieren. Und wir sind auch nicht Gott. Ich kann dir Sachen empfehlen, dann weiß ich, okay, du kriegst es hin, aber vielleicht Arthur würde das gar nicht so machen, weil er ist auch nicht so ein Software-Typ.
Wir haben diese Tools, aber wir beide selber nutzen die kaum. Vielleicht mal zur Grund, ja. Für die Grundlage, weil wir haben es ja meistens im Kopf, weil wir schon so oft gemacht haben. Wir wissen den nächsten Schritt schon. Und Outsourcing, zum Beispiel Upwork, ich lasse viele Sachen über Upwork machen, habe Teilzeitangestellte, die eben Datenquellen für mich erst sichern. Ne? Die haben dann ein ganz anderes Einkaufsprofil und suchen dann eben die Objekte, die für mich passen. Und kriege die auf den Tisch, sind vorsortiert, dann werden die vorqualifiziert durch ein Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter oder meistens jetzt mit einem Akquisemanager. Wenn es dann 50-50 Entscheidung ist, dann kommt es zu mir. Easy peasy. Also mit der Entscheidung am Tag, ich telefoniere mit 5 Leuten am Tag, 5 Verkäufern und 1-2 Sachen sind dann was, die ich dann weitergebe. Wie viel war vor mit der Trichter oder eine Mitarbeiter? Also ich hab eine Quote von 30-1 aktuell, 30 Objekte, also Verkaufsobjekte, die passen in unser Raster und sind auch frei. Und also mit denen ihr auch Kontakt hattet letztlich, ja, das ist noch nicht, was ihr insgesamt gesehen habt. So. Genau, nein, insgesamt siehst du dann, das ist es ja, ne? Willst du dir 600 Objekte angucken, bunte Bilder bei Scout raussuchen oder möchtest du 30 Leads haben, die verkaufen wollen und noch eine Immobilie dahinter steht, ja? Und aus den 30 wird es dann ein Deal. Ja? Und deswegen dieses Rausfiltern, das ist meine Zeit mir zu schade. Ich möchte 5 haben und aus den 5 suche ich dann 2 raus. Und ich sage, komm, die kaufen wir und das kaufen wir und das kaufen wir. Ja. Aber, aber du sagst, am Anfang sollte das ruhig selber machen, das Rausfiltern und noch keine... auf jeden Fall. Aber Fokus eben auf bestimmte Gegenden, bestimmte Stadtteile, bestimmte Immobilientypen. Sogar jetzt bei uns, weil wir so viel angeboten kriegen, dann sagen wir, okay, wir kaufen nur noch ab Baujahr 80. Ja, weil den Rest wollen wir gar nicht. Dauert zu lange und Beleihbarkeit wird auch immer schwieriger, wenn das Ding zu alt ist. All diese Sachen. Wir sind ja nah am Markt und wissen, was wir tun. Deswegen sagen wir, gut, wenn wir 500 Angebote reinbekommen, was zu uns passt, dann suchen wir davon die 30 Besten aus und die qualifizieren wir dann vor. Und wie gesagt, dann fallen 5 zu mir und einer wird gekauft. Und 4-5 werden dann anderen Leuten weitergegeben. Oder vielleicht auch mit Maklern dann Deals gemacht und sagt, komm, ich habe hier tolle Sachen, die Leute wollen auch einen Makler, mach du das, ja. So wie wir es ja auch bei dir machen. Tolle Leute, wir wissen, die Dienstleistung stimmt, dann empfehle ich natürlich dich auch als Finanzierer, so machen wir es natürlich auch mit Maklern und so weiter. Wobei, von dir habe ich noch nie eine Provision gekriegt, will ich aber auch nicht. Nein, wir haben es auch abgemacht, weil du deinen Content auch bei mir mit reinbringst, du stehst für Fragen da bereit. In der Regel ist es so, bei Finanzieren bekommt man eine kleine Provision. Aber wir haben das so gemacht, dass ich mehr davon habe, wenn du meinen Coaching-Teilnehmern hilfst. Ja, bin ich sehr dankbar. Inzwischen ist es Win-Win. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob ich es überhaupt machen soll, weil Fix und Flip viel Aufwand bedeutet. Ja. Ist auch nach wie vor, dass es wesentlich aufwendiger ist als die Buy-and-Hold-Finanzierung. Aber es macht einfach Spaß, die Umsetzer zu sehen. So. Ja. Und auch wenn es am Anfang eher so ein Startding ist und wir nicht regelmäßig jetzt für die große Finanzierung machen, ist okay für uns. Und ich freue mich sehr über die tollen Weiterempfehlungen, die auch wieder kommen. Auch hier ist ja eine Systematik dadurch entstanden, dass du ja schon genau weißt, welche Fragen werden gestellt. Ja. Und das ist ja eben auch bei uns so. Wenn du immer das Gleiche tust, deswegen sage ich ja, spezialisier dich auf einen Immobilientyp und so, dann wird so ein kleines McDonald's-Prinzip, du machst immer das Gleiche und du weißt schon, was die nächste Frage sein wird, die nächste Herausforderung sein wird. Du hast es schon mal gemacht, deswegen ist es dann easy, das Ding umzusetzen. Ja, genau. Also wir haben feste Programme dafür und dann muss man gucken, was passt für wen und in welche Schublade passt da rein und dann kriegt er diese Schublade. Nicht alles passt für alle, ja. Ja, aber meistens ist auf der Vielzahl der Programme irgendwas dabei, wo irgendwie noch einen weiterbringt, dann genau. Und es melden sich ja eh meistens die selber nicht klarkommen mit ihrer Hausbank, die lauter Ablehnung einsammeln und für die können wir jetzt vor uns den Scherzschuss machen, dass sie weiterkommen. Aber du weißt, es liegt auch oft an der Vorstellung der Projekte oder an der eigenen Vorstellung, dass da eben ganz sicher, das nicht gläsern ist und wir müssen gläsern sein gegenüber unseren Geschäftspartnern, dann läuft es auch. Ja. Das glaube ich, ja. Dann das ist natürlich auch für so einen Anfänger eine Zeitsache, ja. Deals, Finanzierung, Aufarbeitung, Staging, alles gleichzeitig, ja. Also ich verstehe das schon, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Und umso besser, wenn man so ein bisschen eine Führung hat am Anfang, ja. Was du gerade sagst, ist hier auch, weil ich höre immer welche, ja, ich habe schon eine Holding und ich habe schon eine GmbH gegründet und ich sage, ja, dann mach das alles wieder weg oder stilllegen oder so, ja, beschäftige dich da nicht mehr. Ja. Du musst dich Gesellschaftsrecht, Versicherungsrecht, Steuerrecht und so können, um Fix und Flip zu machen. Mach erstmal Deals, mach erstmal Geld, mach erstmal ein massives Einkommen. Und du kannst zum Beispiel ja auch, wenn du heute was kaufst und in einem halben Jahr verkaufst
und du sagst, okay, der und der hat gesagt, du musst das gewerblich machen, das ist ja vorsätzlich schon mal steuerlich so gesehen, dass es einen Gewinn bringen soll, ein Spekulationsgeschäft ist, dann kannst du immer noch rückwirkend dein Gewerbe anmelden. Aber mach's erstmal, setz es um. Und wenn du dir absolut sicher bist, mach ein Einzelunternehmen. Und wenn es dann größer ist und du machst auch größere Umbauten, natürlich kommt dann die GmbH. Ich habe auch GmbHs. Nur der normale Fix und Flip, das normale Fix und Flip-Geschäft ist bei mir auch immer noch eine Einzelfirma. Ja, und natürlich habe ich Projektgesellschaften oder ich habe eine Treuhandholding. All diese Sachen hat man trotzdem, aber nicht am Anfang. Und wenn es dann richtig, richtig viel wird, kann man sich überlegen, mache ich eine GmbH? Arthur jetzt auch mit einer GmbH. Aber auch erst nach 20 Deals. 20 Deals und mehr Sanierungsaufwand, weil mehr Sanierungsaufwand kann natürlich mal was verrutschen. Ja. Das möchte ich aber nicht. Ich konzentriere mich auf die einfachen Sachen, da brauche ich keine Gewährleistungen geben und. Einfach und viel, viel schneller. Wir haben ja gerade einen Vortrag gesehen, 1,4 Millionen investiert, 500 Tage Haltezeit und 200 Gewinn. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ne? 200 Gewinn, das machen wir 3 Monaten mit ganz easy Wohnungen. Ne? Also, Kleinere Deals, einfachere Deals. Überschaubares Risiko. Genau. Ja. Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Die überwiegende Finanzierung, die wir für Fix- und Flip-Investoren machen, ist im Einzelunternehmen oder noch privat deklariert. Alles gut, schön. Und dann habe ich dadurch meinen Kreditrahmen und plus die Gewinne aus den ersten Deals und das gebe ich weiter in die GmbH und dann kann ich damit weiterarbeiten. Aber ich starte nicht direkt mit der GmbH. Der liebe Gott hat uns so viele Gesellschaftsformen gegeben. GmbH, OHG, AG, EG und Stiftung kommt dann noch, Familienstiftung, was es alles so gibt, wo die Leute verrückt gemacht werden, um Steuern zu sparen. Mach doch erstmal Kohle, Mann. Mach doch erstmal. Ich bin bestimmt einer, der viel Geld verschenkt, weil ich steuerlich nicht so 100% drauf bin wie Alex Fischer zum Beispiel. Aber wenn ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftige und nachts nicht schlafen kann, dann verliere ich ja die Zeit, um normale Deals zu machen. Ja? Und natürlich und kann es ich wird hier auch aus Finanzierungssicht schwieriger, einfach anstrengender. Ja? Genau, ja, ja. Und So mache ich eben meine Sachen. Ich habe meine normalen Sachen und meine wiederkehrenden Aufgaben und dann läuft's. So ist das. Die Teilnehmer von dir sind überwiegend noch angestellt. Ja. Haben die schon Buy-and-Hold-Erfahrung gemacht oder nicht? Überwiegend auch das. Überwiegend würde ich sagen, haben die schon Buy-and-Hold. Haben auch jetzt kommen sehr viele, die schon Fix und Flip gemacht haben, aber wie gesagt, wo wir dann das System umstellen und wo das eben 5-mal schneller geht und 5-mal mehr Profit bringt, da kommen auch immer mehr dazu. Und tolle Geschichten auch dabei, gerade jetzt hier, Markus ist auch gerade da, der Banker ist und morgens um 5:30 aus dem Haus gegangen ist und abends um 7 von Hause gekommen ist, hat jetzt eben auch bei uns in der Business Class einiges dazugelernt, ist jetzt halbtags dabei, sieht jetzt morgens seine Kinder, hat 2 kleine Kinder, du kennst Markus, 2 Jahre und 5 Jahre alt, sagt er, du glaubst nicht, was du mir für eine Lebensqualität gegeben hast. Er hat jetzt 2 Deals am Laufen und hat auch schon das System aufgebaut, dass er immer wieder was nachbekommt. Ja, macht halbtags den Job, braucht nicht mehr jeden Tag fahren, eine Stunde nach Frankfurt rein. Das sind tolle, sind nicht nur Zahlen, das sind die Worte dahinter, das sind Geschichten dahinter, die mich dann auch berühren, wo ich sage, siehst du, das ist so toll, was man so macht. Und dann er einfach so sagt, du hast mir so viel Zeit mit meinen Kindern jetzt geschenkt. Alle anderen erleben ja gar nicht, wie die Kinder aufwachsen. Ich muss zumindest durchbeißen, so ja. Erste 1-2 Jahre und dann kann ich gucken, wie ich den Job reduziere. Genau, dann kommst du, ne? Weil du dann, wie gesagt, auch die Sicherheit hast, weil du es gemacht hast, Proof of Concept gebracht hast, Track Record hast und die Gefährlichkeit ist ja, wenn du zu wenig gemacht hast und dann aufhörst, dann sagt die Bank, kein Einkommen mehr da, nicht nachhaltig finanzierbar. Ja, da sollte man schon aufpassen, aber das besprechen wir dann schon, wann es soweit ist. Ja. Sehr schön. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr da wart. Sehr gerne. Sehr wertvolles Interview. Und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Homestaging gibt es noch ein separates Video dazu. Die ganzen Finanzierungsstrategien gibt es im separaten Video zum Fix und Flip. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Okay, herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.